Tausende Anhänger der Opposition haben am Samstag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh für eine unabhängige Überprüfung der Parlamentswahlen vom 28. Juli demonstriert. Die kambodschanische Nationale Rettungspartei CNRP unter ihrem Führer Samrinsi sieht sich als Sieger der Wahlen und wirft Premierminister Hun Sen und seiner kambodschanischen Volkspartei CPP Wahlfälschung vor. Parteichef Rinsi rief seine Anhänger zu friedlichen Protesten auf. Wir sind hier, um die Fakten über das Wahlergebnis herauszufinden, damit der Wille des kambodschanischen Volkes respektiert wird. Die Regierung hatte im Vorfeld die Sicherheitsmaßnahmen in Phnom Penh erhöht. Hunderte Polizisten patrouillierten auf den Straßen der Hauptstadt. Die Proteste sind nach Meinung von Experten eine der größten innenpolitischen Herausforderungen für den seit 20 Jahren herrschenden Hun Sen. Nach dem aktuellen Ergebnis kommt seine CPP auf 68 von 123 Parlamentssitzen. Die CNRP erreicht demnach 55 Sitze.